Ja, Alter ist immer relativ. Halt, man muss sehen, dass das Gewicht eine sehr große Rolle bei den Tieren spielt. Denn große Hunde werden nicht so alt wie kleine Hunde. Ein Yorkshire Terrier, der 7 Jahre alt ist, steht in der Blüte seines Lebens. Eine Dogge, die 7 Jahre alt ist, da spricht man dann schon von Alter, da fängt Alter an. Und bei einer Dogge würde ich auch raten, ab dem 6., 7. Lebensjahr schon Vorsorgeuntersuchungen stattfinden zu lassen in Form eines Gesundheitschecks und einer Blutuntersuchung. Beim Gesundheitscheck wird der Tierarzt dann besonders auf Herz-Kreislauf-Problematiken achten. Bei der Blutuntersuchung wird er auf Schilddrüsenwerte besonderen Wert legen, halt Tumoren zu untersuchen und viele innere Organe. Und das ist doch eine sehr wichtige Sache, frühzeitig die Problematik, die im Alter auftaucht, aufzudecken durch so eine Blutuntersuchung. Dem verminderten Bewegungsdrang des Alters sollte auch Rechnung getragen werden. Halt, ältere Tiere haben nicht mehr so einen Bewegungsdrang halt und müssen nicht unbedingt so viel Strecke laufen. Wenn wir allerdings merken, dass das Gehen wirklich Schwierigkeiten macht bei einem älteren Hund, dann sollten wir zum Tierarzt gehen. Da gibt es Lösungen, die auch ganz natürliche, auf eine natürliche Art und Weise geregelt werden können, halt durch pflanzliche Medikamente, Enzyme oder Medikamente auf mineralischer Basis, halt gänzlich ohne Nebenwirkungen halt, die aber dem Hund im Bewegungsapparat das Leben deutlich erleichtern.